Okay. Aufwendig. So, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem Spiel SC Regen gegen SC Preußen Münster. Ausgegangen ist es 0-2. Zunächst einmal möchten wir als Verein SC Regen natürlich herzlich gratulieren zum Einzug in die nächste Runde. Und ich würde dich, Sven, bitten, einmal ein paar Worte zum Spiel heute zu sagen. Mach ich. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Ich bin gerade schon am Platz gefragt worden. Das ist natürlich für uns schwierig zu beantworten, oder eigentlich ganz einfach zu beantworten, nämlich schnell. Also für uns ist alles gut, wir haben das Spiel gewonnen. Wir haben 2 Tore geschossen, wir haben 2-0 gespielt, sind alle gesund geblieben, was nicht zu unterschätzen ist. Wir haben jetzt unsere 2. englische Woche hintereinander und von daher passt das für uns. Wir sind in die 2. Runde eingezogen. Christian hat uns mit seiner Truppe das Leben schön schwer gemacht. Gut verteidigt, alles reingeworfen, was sie haben. Und ich denke, das Ergebnis geht so in Ordnung. Und auch bei Regen sind, glaube ich, alle gesund geblieben. Auch wichtig für den kommenden Saisonstart und für die Saison einfach für euch. Alles Gute, viel Erfolg und wir bleiben eben. Wenn noch Fragen sind, gerne, aber ansonsten weiß ich jetzt gar nicht, was wir noch raushauen wollen. Deine Worte zu spielen, ja? Ja, ich bin mit meiner Truppe zu 110% zufrieden heute. Ich glaube, dass der ein oder andere auch über sich hinausgewachsen ist und wir hier den Leuten, den über 2000 Zuschauern, eine gute Leistung gezeigt haben. Und zunächst möchte ich aber natürlich auch mal persönlich sagen, wir haben gerade schon gesprochen, herzlichen Glückwunsch. Und ich möchte aber auch gleich sofort Danke sagen, nämlich Danke an all die Leute, die das hier heute für uns ermöglicht haben. Es ist ja für uns absolut nicht selbstverständlich, dass wir hier so eine tolle Atmosphäre haben. Also von meiner Seite und auch im Namen der Mannschaft dazu nochmal herzliches Dankeschön. Der ein oder andere ist ja auch hier, ja, auch hier auf diesem Wege. Vielen, vielen Dank an euch, tolle Sache. Ganz großes Kompliment, wie gesagt, an meine Truppe und wir starten dann am Sonntag und da ist dann wirklich für uns die Basis, zu der wir dann zurückkehren und darauf freuen wir uns. Danke für euer Statement zum heutigen Spiel. Vielleicht auch, weil wir gerade am Anfang der Saison stehen, so Regen kann sich jetzt komplett auf die Meisterschaft konzentrieren. Bei Münster gibt es mehrere Optionen. Ihr möchtet mit Sicherheit auch mal wieder am DFB-Pokal teilnehmen. Qualifikation über den Westfalen-Pokal oder die Meisterschaft oder über beides. Mhm. Wie wäre da euer Plan? Machen. Also wäre beides super, aber wir sind halt noch sehr früh in der Saison und auch der Westfalenpokal ist nicht mal eben im Vorbeigehen gewonnen, ist ein wichtiger Wettbewerb für uns, klar, aber da müssen wir uns von Spiel zu Spiel auch beweisen und in der Liga sind wir sehr früh noch dran bei uns, wir haben jetzt 4 Spiele hinter uns, aber eine sehr junge Mannschaft, eine sehr neue Mannschaft, es findet sich alles gerade noch und da müssen wir einfach warten, wie sich die Dinge entwickeln. Es wäre schön, am DFB-Pokal nächstes Jahr teilnehmen zu können, aber wir müssen noch warten, wie sich die Dinge entwickeln. Dankeschön, Christian. Nächster Westfalenpokal ohne uns, ne? Ja. Aber was ist der Plan in der Meisterschaft? Ja, ich habe es vorhin auch schon mal gesagt im Interview draußen. Wir sind im letzten Jahr 7. geworden als Aufsteiger und ja, die Marschroute, die wir uns ausgegeben haben, ist besser als 7. Platz. Dazu brauchen wir natürlich auch wieder einen guten Rhythmus. Ich hoffe, dass wir den am Anfang finden und ja, dass wir dann am Ende ja, in so einem Bereich 3 bis 4 wäre ich sehr, sehr zufrieden. Alles klar. Dann kann ich im Namen des Vereins nur noch mal sagen, wenn wir noch mal wieder gegen Preußen Münster spielen, gibt es auch einen Wimpel von uns, dann freut ihr euch auch. Ja. Mehr Balljungen werden wir allerdings, glaube ich, auch dann nicht stellen. Moment, wer wollte vorhin? Der ist noch ein bisschen klein. Ist ein bisschen kleiner geworden, aber wir haben alles. Ja. Ist egal. Dankeschön. Hallo, Herr Bing. Okay, Dankeschön. Haben wir das Thema schon mal geklärt? Ich von meiner Seite würde mich gerne bei euch beiden bedanken. Sind hier noch weitere Fragen? Macht nicht den Anschein, ich denke. Also, ja, genau. Haben Sie sich das so vorgestellt mit dem Spiel oder so vom Ausgang her? Oder welche Vorstellung hatten Sie am Anfang? Ach, ich bin auch schon jetzt ein paar Jahre dabei. Also die Vorstellung vom Pokal ist einfach weiterkommen. Das ist das Entscheidende und ich fand die Atmosphäre gut, damit hätte ich nicht unbedingt gerechnet. Ich denke, es war eine gute Atmosphäre, viele Zuschauer da, es war eine gute Stimmung und für einen Trainer ist dann letztendlich wirklich in der Phase und bei dem Spiel wichtig, dass man gewinnt und das haben wir geschafft. Und deshalb sind wir da wirklich sehr zufrieden. Ja. Frage beantwortet? Ja. Alles klar, da glaube ich keine weiteren Meldungen waren. Bedanke mich bei euch beiden. Alles Gute für die Saison. Auch so. Ja? Wir reden mit dem. Gut, ich muss den offiziellen Teil noch verbringen. Alles klar, danke. Alles Gute. Danke.